Palutena hat prinzipiell eigentlich geklappt, bis halt aufs Ende ein bisschen. Mhm. Villager dann voll das Pacing geholt. Also am Ende ging dann gar nichts mehr so. Auf jeden Fall. Also, ja, good job. Villager ist mir auch nicht so oft, also hey, kann man auch Das machen. Stimmt. Also Villager auch so ein Charakter, der ist ziemlich underutilized. Ich sehe tatsächlich mehr Isabella-Spieler als Villager-Spieler, obwohl alle sagen, Isabella ist nicht so gut und Villager ist besser. Isabelle hat halt den Isabelle-Faktor. Mhm. Man mag es, Isabelle zu spielen. Ja. Aber hey, halt, sie hat nicht die Bowlingkugel. Das stimmt, die Bowlingkugel ist sehr, sehr stark. Ja. Die darf man wirklich nicht unterschätzen. Wenn man einmal falsch recovered, kann man schnell mal umgebowlt werden. Ja. Also wirklich. Ganz easy. Wortwörtlich. Aber ja, wie gesagt, doch ziemlich solide eigentlich. Ziemlich solides 2-0 auch. Mhm. Gutes Match zum Starten, vor allem mit so ein bisschen Wave-B-Stream so. Ja, auf jeden Fall. Aber ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht auch, das Match zu kommentieren, wie immer. Gut, was wir als nächstes sehen. Weiß ich halt nicht, was denn das nächste Match ist. Das ist eine gute Frage. Ja, aber ich denke mal, die Leute kommen. Ich glaube, Semiron war das. Oder nee, ich glaube, Poe gegen Lemon oder Semiron. Genau, genau. Das war's. Mal gucken, wer zuerst on stage kommt. Hier, Pau, der Pokémon-Trainer-Spieler, man kennt ihn ziemlich, er war auch bei Switchfest. Ja, die letzten Male halt auch gut performt, genau, Switchfest ist ein bisschen Trip nach Amerika, aber ja. Ja, deswegen sehen wir dann mal auf jeden Fall. Ja. Ja, worauf freust du dich denn heute noch so? Wahrscheinlich so, vor allem auf Top 32, weil man da sehr viele Leute hat, die halt eben dieses, ja, wie soll man sagen, NRW als Region ist sehr stark, allerdings nicht durch die Spieler individuell, sondern mehr so durch das Gesamte. Weil du sehr viele Spieler hast, die entweder massiv gut performen können oder sehr früh rausfliegen. Das stimmt. Aber du hast immer so eine Wildcard bei jedem. Deswegen, wenn wir jetzt halt, ja, wenn jetzt alle Niedersachsen einreisen oder halt umgekehrt, da kann alles Mögliche passieren. Da kann jemand auf einmal Top 8 kommen oder halt drown. Deswegen, das ist so, das ist halt so die Sache, die jetzt bei den anderen Regions nicht der Fall ist. Zum Beispiel Niedersachsen, jetzt Bayern vor allem, Baden-Württemberg etc. Die sind, vor allem Niedersachsen, sehr konsistent. Ja. Du siehst immer dieselben Spieler oben. Das ein stimmt. paar Upsets hier und da, aber overall sehr, ja, halt so ja, gesammelt. NRW ist da so ein bisschen chaotischer in der Hinsicht. Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Also hier hat man auch wirklich diese Sets, wo man wirklich im Nachhinein gar nicht glauben kann, wer da gegen wen Upset geholt hat. Ja. Es ist halt immer sehr interessant, die Sachen zu kommentieren. Hier zum Beispiel die Pau gegen Lemon, FGC. Lemon, genau. Der auch jetzt ein Stream-Host ist, der jetzt gestern zum Beispiel den Stream für Crunch Cup gemacht. Also, ja, wer Bock auf ein paar Smash-Streams hat hier, wenn hier mal nichts läuft, kommt bei Lemon FGC vorbei. Genau, unter dem selben Twitch-Channel. Genau. So, Lemon kommentiert er heute auch? Der wird nachher Top 8 mit mir kommentieren, ja. Ah, deswegen perfekt. Die Shoutouts auch noch. Da freue ich mich auf jeden Fall, das anzuschauen. Oh ja. Das wird lustig. Kann ich mir gut vorstellen, dass ihr das gut guckt. Ja, wie gesagt, hat letztes Mal auch gut geklappt. Aber ja, jetzt erstmal Lemon als Competitor mal zu sehen, ist auch ein bisschen ungewohnt. Ja, sieht man nicht allzu oft. Also man sieht ihn oft einfach als Commentator am Commentator-Desk. Aber auf jeden Fall cool, das jetzt mal zu sehen, dass er wirklich auch competet und jetzt on-stream spielt gegen Power. Genau, wie gesagt, ich frage mich, was Lemon spielen wird. Ich meine, Mega Man ist ja immer so eine Sache bei ihm. Ich rechne mehr mit PT oder Ness. Ja. PT wahrscheinlich weniger, weil der Po halt, naja, Pokémon-Trainer. Der klar, der kennt... So mit dem Tadrik der Beste in DE, also... Ja. Deswegen mal schauen. Wird wahrscheinlich Ness. Habe ich so ein Gefühl. Ness, ja, könnte auch sein. Auch wenn ich auf Mega Man hoffe, natürlich, aber... Ja, du bist ja der Mega Man himself. Der Mega Man himself, ja. Hab nicht die Spiele gespielt. Also. Ja, ist schon schade, ne? Aber hey, bist du eigentlich Mega Man Main, wenn du nie Mega Man gespielt hast? Ja. Ja. Oh, okay. Ja, ich breche die... Ich breche das Ceiling. Ich merke das schon. So. Ja, je nach Stage, frage ich mich, was hier gebannt wird für Pokémon Trainer. Pokémon Trainer hat aber auch so viele gute Stages. Oh ja, vor allem vor kurzem, seit Evo genau gesagt, das Final von Tweak und MK Leon, wo Tweak das ja fast geholt hat, sehr viele spielen danach Pokémon Trainer, weil sehr viele motiviert sind. Das hatten wir letztes Mal mit Leffen. Da haben danach auch sehr viele PT gespielt, danach ein bisschen weniger. Po allerdings ist einer, der von Anfang an immer noch jetzt bei PT ist. Und wird man auch sehen, der hat ihn wirklich verfeinert, den Charme. Geht natürlich immer mehr so. Aber man kann sich freuen. Und er spielt auch Mega Man! Nice, der ist auch wieder da. Der Mega Man. Okay. Sehr cooles Matchup. Alles andere als fremd für den Po. Der hat gegen Loading gespielt, der hat gegen meine Wenigkeit gespielt, der kennt das Matchup. Shiggy ist das Go-To-Tool. Mit Shiggy wird er am meisten Work machen gegen, hier in dem Fall gegen Lemon. Da muss Lemon gucken, wie er das jetzt angeht. Ivysaur, prinzipiell nicht so schlimm. Gutes Pelletplay von hier. Ja. Das Pelletplay ist auch sehr, sehr wichtig in diesem Matchup. Also Pellets versuchen den Pokémon-Trainer oder Shiggy in dem Fall zu zonen, damit er nicht reinkommt und diese Grab-Kombos starten kann. Weil ich kann mir vorstellen, gegen Mega Man kann das ganz schön schnell mal wehtun,
da er diese Gewichtsklasse hat, die stark gecombot wird. Genau. Ja. Da muss man vor allem auch aufpassen, jetzt bei solchen Chases von dem, vom Shiggy vor allem, alles Tekmas geht, genau so. Genau. Und am besten wegrollen, damit man gar nicht erst in den Glücksplays kommt. Weil wenn man da wirklich diesen Read bekommt oder den Grab bekommt nach einem Tech-Chase, das kann sehr, sehr wehtun. Shiggy auch zu dieser Charakter mit den einer der besten Throw-Kombos im ganzen Spiel. Also kann man schon so sagen. Das war close. Jab-Block. Kriegt den Jab-Block. War's noch nicht, weil Blechbüchse. Oh, sehr gutes Sticky. Ja. Nice. Kann er was davon bekommen, aber ist safe auf jeden Fall. Kam da so ziemlich frei. Nutzt hier die Jabs, um ein bisschen zu pressuren. Jetzt geht er auf Ivy, vertraut aufs Punish Game. Scheibe sagt, das wird ein bisschen gefährlicher, genau so. Ah, deswegen benutzt er die Metal Blade. Ich verstehe das schon. Ich hab dich vorhin gefragt. Ja. Oh, ist auch schon ein nicer Grab. Wird leider das noch ist nicht echt mehr punishable, als man denkt, Metal Blade. Edgeguard. Hier in der Ledge-Situation kriegt er hier den Punish. Sehr schöne Back Air out of Shield. Wichtiger Air Dodge auch an der Stelle. Ja, sehr viele Aerials reichen da jetzt auch. Muss jetzt ein bisschen Patient spielen. Oh, Charizard. Ja. Genau, und hier sieht man auch schon den Speed von Charizard fallen. Das ist halt da, wo er excelt. Er ist halt sehr schnell on ground. Sehr schöner Back hier. Back, ja. Clip den Charizard hier. Okay, er sieht. Wow. Okay, dann. Sehr gut, sehr gut. Lemon? Mit der Metal Blade. Damn. Z-Drop Metal Blade. Okay. Footstool. Okay. Und dann nochmal erneut Down Air. Okay. Okay, okay. Das ist der Lemon, den ich kenne. Lemon, komm runter. Schönes Leaf Shield hier. Ja, aber er holt die Pressure zurück. So, aber jetzt hier ist er wieder in der Situation, wo die Throw-Kombos sitzen. Und genau als ich es sage, ja, da kriegt er auch schon den ersten Throw. Sehr schön delayed auch an der Stelle. Ja, bisher, ich mag es, wie Lemon sein Stage-Control spielt. Er passt wirklich auf, wo er auf der Stage ist. Poe vertraut er mehr auf erstmal abchecken, Instinkt. Sieht immer so lustig aus, einfach wenn so ein Mega Man vor dir steht mit dem Leaf Shield. Ich weiß nicht, ich muss jedes Mal lachen. So, hier, schöne Metal Blade. Ja, muss jetzt ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, prinzipiell, Ivysaur. Oh. Aber da habe ich den Abtilt gesehen, gerade für eine Sekunde. Ja, wenn er kommt, dann wird er kommen, du. So, schöne Forward Air von Pau. Hat hier den Mega Man im Juggle, aber hat ein bisschen Angst zu contesten, weil eine Forward Air könnte es fast schon sein. Genau, das ist halt auch das Ding mit Ivysaur. Genau, Punish Game. Das wird nicht ganz reichen. Leider ein bisschen. Ja. Wichtiges Sticky, jetzt abwarten und jetzt kommt er an die Stage. Sehr schön in der, um das zu covern. Ja, ich finde das gut, wie er die Sticky benutzt, um ein bisschen safer zu sein, wenn er zur Stage zurückkommt, der Lemon. Der kommt von da sehr zurück? Schön. Ja, wow. Ja, der kann sehr deep gehen. Da muss er aufpassen, F-Throw gebufft und wird killen. Ich denke halt immer, jemand macht einen Up-Throw, ne? Ich bin halt immer noch in Smash 4 irgendwie, dass sie für den Up-Throw, Kill-Throw Up-Throw ist wack. Ja, irgendwie im Moment nicht so gut. Da kam die Super-Armor zum Spielen und das hat geklankt, war mir nicht sicher. Ja, muss er aufpassen, Chase ein bisschen. Oh, Grab? Kann das killen? Ich bin mir nicht sicher. Charizard ist zu heavy. Ja. Mega Man, was Killforce angeht, ist er nicht so gut bestückt, leider. Das wird allerdings killen. Aerials, auch nochmal gut. Und wir haben beide auf Last Stock. Ja. Wenn man bedenkt, wieso der Unterschied ist zwischen, beiden individuellen Spielern. Poe ist wesentlich höher gesiedelt als Lemon. Also das sollte stimmt. Lemon das jetzt irgendwie holen, allein dass er jetzt halt mitmachen kann hier. Ja, das wundert mich gerade ziemlich krass, dass Lemon so, also auch so convincing das Neutral spielt. Ja, also sagen wir so, Neutral prinzipiell immer noch Punish Game, sehr gut von Poe, wenn es halt bekommt, aber Lemon, er macht es ihm halt schwer. Ja. Und er kriegt die Chance. Genau diese Chips, das ist das, was er braucht. Genau. Hier, Poe will halt einfach diese Grabs bekommen gerade. Edgeguard? Aber es wird schwer. Jetzt geht er auf den, jetzt geht er hier auf Ivysaur, um hier vielleicht mit den Lingering Hitboxes eine kleine String zu starten. Will ihn wahrscheinlich offstage bekommen, um ihn dann mit der Down Air zu gimpen oder zu janken. Oh, schöner Nair. Kriegt er nicht den Punish? Genau, da muss er mit Ivysaur aufpassen. Er möchte das Punish Game. Genau das hier. Ja, das meine ich. Jetzt ist er hier offstage. Ziemlich scary Situation. Schöner Down Tilt. So gut abgewartet. Genau das ist wichtig. Vor allem gegen Ivy. Ja, mal gucken. Also bisher läuft's gut. Wieder back on stage. Beide fast even in Prozent. Oh ja, so plötzlich. Wie gesagt, er möchte halt Mega Man ungefähr knapp bei den 100 haben. Dann kann er mit Charizard dran. Schön ausgenutzt mit dem Crash Bomber. Oh yes. Und der Back Air. Ganz knapp mit Space von Poe. Z-Drop. Das ist Punish. Oh, ganz knapp gemisst. Knapp. Aber schade, dass er es Mist hat. Okay, aber okay, Lemon 1-0. Wow. Poe ist ein Top 8 Seed. Ich glaube, es ist sogar ein Top 5 Seed. Lemon? Lemon ist, glaube ich, gerade so ein Top 32 Seed. Ist das Falco Tuso? Nein, das ist er nicht. Das ist Lemon FGC. Ja. Lemon, wow. Dabei bleiben wir erstmal. My man clean. Aber wow. Also, naja, aber wie gesagt, Poe hat die Erfahrung. Er war oft genug in so einer Situation, wo er vielleicht ein bisschen weiter hinten, vielleicht nicht so früh, aber dass er hinten liegt. Na gucken. Er hat die Composure. Er hat...
Er hat die Methodik dafür. Aber dass Mega Man jetzt klappt, ist vor allem ein Confidence Boost für ihn. Weil Lemon auf ein bisschen gestruggelt hat mit dem, also Mega Man, ah, vielleicht doch nicht, vielleicht auch was anderes. Und jetzt mit Mega Man gegen Pokémon Trainer führen, wie gesagt, prinzipiell ganz cooles Matchup für Mega Man. Mhm. Shiggy ist das Problem. Aber er geht, kommt so gut mit Shiggy klar. Ja, das hat mich auch gewundert. Er hat ihn so gut gesaugt mit seinen Jabs, den Pellets, den Metal Blades. Der benutzt sie auch immer so sehr gut. Ja, genau, den Jab einfach benutzt für die Get Off Me. Benutzt sie das Leaf Shield. Einfach ein Neutral und er kommt auch einfach weg damit, ne? Mhm. Ja, hier wieder Leaf Shield. Sehr schön, Call-Off. Sehr, sehr schön, ja. Wird hier getroffen vor der Forward, ja, aber... Genau, geht sofort für die Harry Club, sehr gut. Gar nicht erst low, irgendwie was probieren gegen Ivy. Also, oh, sehr schön. Mit dem Leaf Shield. Die Leaf Shields klappen auch. Sollen sie ein bisschen mutiger sein. Ja. Vor allem im Tournament. Ja, Power braucht hier wirklich ein Engage. Also, er kommt nicht wirklich rein gegen diese ganzen Hitboxen, die Lemon hier um sich schmeißt. Mhm. Ja, vor allem jetzt bei Mega Man. Oh. Kann halt so gut tanken. Fliegt weg von dem Wasser. Interessant. Sehr schöner Grab auch. Generell, Grab muss er aufpassen. Ah, ganz knapp. Bei Grab muss er immer aufpassen. Mhm. Weil Grab Out of Shield ist immer riskant. Ja. Aber Po Miss Space tatsächlich ziemlich viel. Kann man sich also erlauben. Ja. Ja, das Problem ist auch einfach in dem Matchup. Er kriegt diesen Mega Man einfach nicht in die Disadvantage. Also ich habe das Gefühl, er kriegt den nicht offstage so oft und er kommt immer free zurück. Aber da, genau als ich das sage, wird er von seiner eigenen Crash Bomb, weil leider... Er hat halt wahrscheinlich damit gerechnet, dass er gegen die Wand fliegt. Und dann durch sei es jetzt durch die Crash Bomb oder durch einen durch die Down Air. Er wird vielleicht Wall tacken. Passiert. Ja, das passiert auf jeden Fall. Aber er schlägt sich trotzdem immer noch sehr, sehr gut. Ja. Power aber hier wieder mit im Neutral, schmeißt jetzt hier die Razor Leaves. Genau, jetzt wieder ein bisschen durch. Genau, jetzt wieder mehr auf Pellets. Er braucht noch nicht so ganz chasen. Mhm. Oh, sehr schöner Catch. Da sehen wir gleich einen Flare Blitz. Da hat Power Glück gehabt. Okay, sehr gut. Das sind die Edge Guards, die sitzen müssen vor allem. Vor allem gegen Charizard. Direkt wieder weg auf Shiggy. Weg mit dem. Sehr schöne Conversion. Mhm. Schnell auch mit dem. Ja, die meisten ja. gehen einfach für den Downthrow, aber hier den F-Throw zu benutzen, einfach für die Stage Control, gar nicht so dumm. Mhm. Kann man auf jeden Fall mal machen. Oh, das Wasser, das ist... Ja, genau, es kommt schnell raus und es gibt... Es hat so einen Rückstoß, ne, diese Windbox. Ja, also voll von der Base her auch. Mhm. Oh, wow, sehr das gut. macht so viel Schaden. Oh, okay, man glaubt das gar nicht. Ja, genau, spielt viel mit dem Smash-Pick. Also, obwohl es jetzt Post-Counter-Pick ist. Ja. Schöne Downer. Oh, die Pressure war ja mal gerade insane. Fast der Schildpoke gerade bekommen. Das Schild von Pau sehr, sehr low. Also er darf jetzt nicht mehr wirklich viel sehr defensiv spielen. Er versucht jetzt hier ein bisschen aggressiv zu gehen. Ja, genau, schafft es hier ein bisschen zu crashern. Immer auf die Chips gehen. So, also das Chip-Play von Lemon ist gerade ziemlich gut. Da muss jetzt Pau vor allem aufpassen. Ja. Voll mit Shiggy. Und auf Ivy geht, das wird halt problematisch. Mit Ivy kann er nicht so viel machen. Das Ding ist, die Prozente sind fast schon wieder even. Guckst dir an. Oh ja, und in fact, sie sind fast schon... Ah, immer noch Stage Control für... Mhm. Oh, okay, clean. Ja, er kriegt halt immer diese Burst-Option. Wow. Ich mag den Roll Callout. Das war echt gut. Sehr gute Pressure von Lemon. Ah, okay, ganz klar. War ein bisschen weiter weg. Vor allem aus Metal Blade im Werfen. Kannst du Backer confirm, Update confirm. Vielleicht sehen wir den auch noch. Gute Entscheidung von Po. Schön auf den Trade gegangen. Ivysaur Time. Sehr schönes Cross-Up. So, Po hat ja jetzt wieder die Stage Control. Kann er was damit machen? Aber er wird leider vom Crash Bomber geklippt. Ja, muss er aufpassen. Charizard hat sehr guten Gap Closer. Mhm. Aber die Hurtbox von Charizard ist leider auch so groß, dass überall die Hitboxen von Mega Man ihn überall treffen. Ah ja, da muss er aufpassen, wo er landet vor allem. Aber die Forward Air mit Rage wird dann genug sein, um den Stock zu holen. Ja, so jetzt Lemon, was willst du machen? Forward Air, ganz gut gespaced. Wow. Er hat mit der Forward Air die wichtigen Teile weggefressen von der Nutribi und kam dadurch, dass er von unten ankam, konnte er halt in die Sashgard treffen. Währenddessen kommt und Poing auf 15. Wortwörtlich Feuer mit Feuer bekämpft gerade. Ganz, das kannte er Dodge, aber hat funktioniert. Mhm. Genau, back to stage, genau. Ein bisschen Platz machen, hier Smash. Meinst du hier die Jabs, die guten alten Lemons. Ja, also das ist winnable. Da muss er jetzt gucken, vor allem, wenn er jetzt einen guten Edge Guard gleich kriegt. Ja. Aber Power muss jetzt hier wieder ihn in die Disadvantage zwingen. Vielleicht gleich auf den Ivysaur switchen. Genau, sehr schön. Damit er halt hier den Down Air bekommt oder Down for Up Air oder Up B. Je nachdem, schöner Jab-Lock. F-Smash, wird es das sein? Ja. Wow. Das war unstale. Aber auch hier wieder, Last Dog war auf Post-Counter-Pick. Also Lemon hat jetzt Counter-Advantage. Ja, aber sehr, sehr clean mit dem Dash zwischen den einzelnen Jabs, um ihn weiter zur Ledge zu bringen. Sehr optimal. Schön called out mit dem Jab. Mhm. Also dafür gehen nicht viele. Ne? Ja, absolut. Dass er wusste, dass er da nicht taggt, sehr gut ausgenutzt, die Situation. Genau, maximaler Schaden. Halt. Das gefällt mir doch, dass Lemon geht nicht für jeden Punish, nicht für jeden möglich macht. Er hätte vielleicht mehr punishen können, aber geht viel mehr auf Stage Control. Er achtet drauf, wo er steht, wie er steht und dann hast du solche Situationen wie bei Match Garden. Wenn er eine Opportunity sieht, direkt fair. Mega Man hat die Tools dafür. Ja, das stimmt. Mega Man hat die Hitboxen. Ey, gute Farbe. Ey, die gute Farbe. Okay, Unova. Interessant.
Ja, das ist der Counterpick jetzt von Lemon. Ja. Interessanter Pick. Ich habe keine Ahnung von dieser Stage. Ich weiß nur, dass sie schlecht für Mac ist und deswegen pick ich es nie. Ja, gut. Es ist ein guter Kompromiss für Mega Man, aber auch eine doch gar nicht so schlechte Stage für Pokémon 10. Oh, das ist ein Missinput. Das ist. Aber nicht die größte Punish, aber wenigstens etwas. Ja, Down for Backer wäre da true gewesen. Wollte wahrscheinlich für gehen. Passiert halt auch. Ah, da darf man den Shit nicht loslassen. Ja, das passiert leider oft, ne? Man lässt es einfach los. Man denkt so, ah, Leaf Shield, okay. Menacing, yo. Es sieht halt einfach nicht so gefährlich aus, wie es eigentlich ist. Genau, schön immer zwischendrin, Pellets raushauen, gucken, wo er steht. Mhm. Aber ich mag die Pressure einfach. Wie er das auch so, also so verdeckt macht mit diesen, Punch, mit diesen Pellets. Man merkt gar nicht, dass er die ganze Zeit so die Kontrolle hat, ne? Er macht so, er chippt halt ihm wirklich die Prozente hoch und im Endeffekt kann es sehr, sehr problematisch werden, ne, für Power dann, wenn er hier so diese ganzen Lemons halt abbekommt. Genau, und vor allem, du siehst auch jetzt gerade, Lemon erlaubt ihm die Stage. Also, ja, okay, komm ruhig ran, ich approach nicht. Mhm. Gut gespaced von Power an der Stelle. Also, wenn er hier, die Opportunity, durchgelaufen, Becker. Mhm. Sehr gut, genau so, die müssen sitzen. Das ist so schwer zu hitten. Dass er das jetzt schafft, ist sehr huge. Vor allem auf mehreren Hinsichten. Oh mein Gott, Crash Bomber Metal Blade into Back Air und wir sind schon auf 42%. Und Lemon noch weiter am Pochen. Wow, Lemon hat gerade richtiges Momentum und man sieht es in seinem Gameplay. Er hat keine Angst, er rennt einfach in ihn rein und grabt ihn. Das ist Punish-Spiel, sehr gut. Aber du musst aber Po jetzt aufpassen. Das hat ihn ein bisschen gehittet, aber Po hat die Composure normalerweise. Das kann er hinkriegen. Vor allem jetzt sehr schöne Edgeguards. Ja, lass ihn ein bisschen Platz. Ja, kein Punish hier. Schöner Parries. Mhm. Lemon hier wieder offstage, benutzt die Crash Bomber, um ein bisschen zu zone, um on stage zu kommen. Aber der F-Tilt. Da darf nicht so lange warten. Ja. Aber gesagt, Lemon ist, nimm's mit Humor. So, natürlich. Was hänge ich da auch gegen den Charizard an der Ledge? Ja. So, hier kommen die Jabs raus. Down B, Leaf Shield. Ziemlich safe, aber Power respektet das Leaf Shield auch jetzt. Genau, und sehr viele stark. Punkte vor allem. Genau, Lemon auch in Smash 4 schon eher defensivere, wie gesagt, hier. Mega Man, Lemon, man hat's im Namen. Ja. Aber warum auch nicht, ne? Mega Man defensiv ist auch auf jeden Fall der Way to go. Das ist auch so guter Mega, dass du halt den so verschieden spielen kannst. Mhm. Oh, das ist gerade ziemlich scary, aber hier kommen wir hier kriegen wir die Grab. Oh, Kombos, aber schön an die Eier, dass er in die andere Richtung fliegt. Ja, muss aber aufpassen, wie er landet. Ivysaur, Punish Game. Mhm. Droppt da leider den Throw-Combo. Mhm. Alter, bei Ivy muss er jetzt aufpassen, weil Ivy hatte an sich die schlechtesten Karten on paper. Mhm. Schöne Metal Blade Conversion. Gefährlich, sehr gut abgewartet. Charizard versucht ihn wahrscheinlich hier mit einem Aerial zu treffen. Charizard immer so. Wichtiger Parry. Ah, okay, Parry für Grab, okay. Ich mag die Entscheidung. Ich finde es auch immer gut, wie er die Metal Blades als Enter-Air benutzt. Mhm. So schräg nach oben schmeißt, um einfach so viele Optionen wegzunehmen. Ah, sehr guter Tech. Ist nicht typisch für ihn, aber anscheinend schon. Also der gute Tekken-Spieler hier. Guter Old Tekken. Genau, schön. Genau, nicht mit einer Airy landen. Bisschen, bisschen chillen, ein bisschen Platz geben. So, Forward Air whiffed our back. Das wird nicht ganz knapp reichen. Oh. Charizard very, very heavy. Ja, und vor allem auch sehr stale Backer. Mhm. Die Forwarder dagegen, wenn er die jetzt catchen sollte, wird sie auch durchaus mit Stage killen. Die ist kaum gestaled. Ich denke sogar ein Backthrow könnte er jetzt inzwischen killen. Aber Charizard nicht, nicht mit Stage. Der Backthrow nicht mit Stage, aber jetzt so an der Kante. Ja, weil ich glaube, er will nicht an der Kante stehen gegen so ein Beast. Das stimmt schon. Sehr schön abgewartet mit der Fair. So, oh, die Das wird nicht ganz reichen. Wow. So, was wird er machen? Sneaky Forwarder. Schön benutzt die Crash Bomber einfach, um diese Ledge abzudenken, dass Pressure. Er dann nicht und stehen kann. Okay, Lemon, schöne Fair. Lemon erlaubt ihn zu pressuren, aber er panikt nicht. Egal was Lemon macht, er hat immer die Composure irgendwie. Das ist bewundernswert. Aber ich mag dieses Movement auch mit diesem Leaf Shield. Viele rennen einfach in das gegnerische Schild rein, aber Lemon benutzt wirklich dieses Movement, um unpredictable im Leaf Shield selbst zu bleiben. Er kriegt ihn keinen Jump Catch. Kein Jump? Okay. Huh. Der Razor Leaf war wichtig. Hätte er den nicht bekommen, den Hit, hätte Lemon auf weit schauen können. Ich mag die Safe Pressure von Lemon, immer mit der Back Air. Ja. Covert hier die Jumps. Schöne Back Air mal wieder. Ja, das ist so schwer, das zu schilden. Aber der Up-Smash out of Shield. Last Stock Situation. Last Stock, 50% auf Pow. Ja, beide 1-1. Das könnte ganz schön brenzig werden. Hier kriegt ihr die Forward Air into die Grab. Muss da, jetzt muss die große Combo rauskommen. Up Air, Back Air. Schön, 54, beide even Prozent. Jetzt kommen die Jabs raus. Ivy, jetzt kommt wieder der Chip Damage. Ja, wie gesagt, muss aufhören. Mit Ivy wird er sehr viel Chip schlucken. Mhm. Ah, nice, Forward Air. Muss aufpassen. Er möchte. Oh, ja, gut, jetzt aber. Ja. Jetzt wird langsam sehr, sehr, sehr scary. Muss man einfach so sagen. Einen Catch mit Ivysaur und dann auf Charizard wechseln. Weil mit Charizard hat er halt bisher den meisten Erfolg gehabt. Ja, das stimmt. Sehr riskant. Oh, wow. Okay, ja. Was? Ich hinterfrag's einfach gar nicht. Weird Interaction, ja. War eine Hitbox draußen. Cancelt natürlich den Grab wie jede andere Interaktion. Schöne Forward Air. Edgeguard, da muss jetzt aufpassen. Das reicht vielleicht noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Charizard ist immer noch da und Charizard ist heavy. Oh, no, no. Er könnte vielleicht ein paar Hits mehr überleben jetzt. Aber Charizard hat diese starken Hitboxen. Wenn jetzt eine Sache trifft, kann es schon das Ende sein.
Aber er hat nicht viel Invincibility. Ja, ganz knapp. Oh, das ist jetzt richtig. Beide Spieler sind jetzt richtig. Ho, vielleicht ein bisschen mehr Composure. Schöne Bälle. Okay, never mind. Lemon traut sich. Lemon. Oh, okay. Oh mein Gott, beide droppen alles. Das reicht noch nicht ganz. Absolut, killt nicht. Nee, killt nicht, killt nicht, killt nicht. Okay, jetzt aber vorsichtig. Letzte Situation. Ja. Sehr, sehr, sehr scary. Mein Herz. Mein Herz, Leute. Wird er killen. Ah, das rollt er in die Forward. Ah, so ganz unlucky. So knapp auf. Das wäre so ein großes Upset gewesen. Das wäre so ein starkes Upset gewesen. Aber Pau, im Endeffekt kriegt er den Roll Read, hält die Composure und trifft da Lemon leider im Roll. Aber das war so ein knappes Match. Das hätte wirklich in beide Richtungen gehen können. Wow. So gute Micro-Entscheidung von Pau auch. Hier richtige DI an der Stelle, richtigen Edge an der Stelle und hier vor allem Ledge Trap. Ja. Er hat danach fast gar nichts gemacht, aber allein die Tatsache, dass er halt weiter da stand, weiter oppressive war in dem Fall, hat Lemon halt mal zum Nachdenken gebracht. Und dann hat er irgendwann diesen Catch bekommen. Mhm. Er wollte diesen Midstage-Catch haben mit der Fair. Er wusste, die Fair ist unstale. Er will damit killen. Ja. Also krass. Wie gesagt, Lemon ging aber auch sehr, sehr tief runter mit der Forward. Das war schon so ein kleines Commitment, aber er wollte halt. Es hätte wirklich klappen können. Ne? Manchmal muss er. In Tournament macht man sowas auch meistens nicht. Mhm. Das ist gut, dass er das da draußen macht. Ja, als Mix-Up. Also, hätte auf jeden Fall einen großen Reward gehabt. Oh ja. Aber leider hat es dann doch nicht getroffen. Ganz ist dann hochgesprungen mit dem Fire Breath. Ja. Ganz knapp. Jo, aber wie gesagt, intens. Habe ich nicht erwartet. War ein super Match. Das war Winners, krass. Oder? Das war Winners. Lemon sollte man auf jeden Fall.